regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Die erste Auflage des Zwickauer Weihnachtszirkus war ein voller Erfolg. Das Publikum rundum begeistert. Das Gleiche galt auch für die Organisatoren und die Künstler. So ein offenes und warmherziges Publikum findet man selten, gestand uns Pressesprecher Stefan Hein. Das soll natürlich auch in dieser Saison so sein. Und deshalb hat man sich nicht nur, was das Programm angeht, so einiges einfallen lassen. Es gibt auch Neuerungen bzw. Verbesserungen im Außen- und Innenbereich. Der Aufbau des Zwickauer Weihnachtszirkus ist derzeit in vollem Gange. Wir waren am Dienstagvormittag vor Ort, sprich auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Im Großen und Ganzen ist man mit dem groben Aufbau fertig. Jetzt erfolgt der Innenausbau. Wir haben hier 15 große Aufleger hergebracht mit Material, ein paar LKWs voll. Hier sind von den Erdpfählen knapp 600 Stück hier ringsrum reingeschlagen worden. Hier liegen jetzt schon, ist noch nicht fertig, mehrere hundert Meter Stromkabel für die Versorgung, für Licht, für drinnen, für draußen, für allen drum und dran. Der Aufbau, ich sag mal, der grobe Teil, bis alles so ziemlich fertig ist, ja, gute 10, 12 Tage, wenn nichts dazwischen kommt. Ja. Wer sich an den ersten Weihnachtszirkus erinnert, dem fallen die Unterschiede sofort ins Auge. Es gibt links und rechts zwei neue Zelte und auch der Eingangsbereich wurde neu gestaltet. Also drin gibt es auch ein paar Neuerungen. Ich zeige die euch mal von drin. Einfach mal mitkommen ins Zelt. Im Foyer wurde gerade der große Weihnachtsbaum geschmückt. Die Dekoration sieht in diesem Jahr etwas anders aus und das Angebot in den Buden wurde erweitert. Die auffälligsten Neuerungen sind aber die beiden neuen Zelte. Was befindet sich darin? Eine Raucherlounge, die neu ist, hat man letztes Jahr auch schon, aber nicht in der Kapazität. Auf der anderen Seite haben wir hier eine größere sanitäre Anlagen, weil das auch letztes Jahr ein bisschen knapp wurde. Und das haben wir also gleich letztes Jahr schon einen Haken dahinter gemacht, dass das geändert werden muss. Und das haben wir halt auch dieses Jahr geändert. Ja, die Damen sind jetzt hier fleißig am Dekorieren. Das wird noch 2-3 Tage dauern, bis das alles so sitzt. Auch im Hauptzelt gibt es Verbesserungen. Im Hauptzelt sind jetzt die Sitze noch ein bisschen angenehmer gemacht worden und es ist jeder Platz nummeriert. Also jeder Gast bekommt seinen nummerierten Sitzplatz und den hat er von Anfang bis Ende. Das war letztes Jahr schon geplant, aber es war von der Zeit her ein bisschen knapp, weil das alles TÜV abgenommen werden musste. Der TÜV hat einen Segen gegeben und jetzt konnte man das so lassen. Nicht nur das Publikum hat durch die Verbreiterung der Sitzabstände nun mehr Platz, auch der Backstage-Bereich für die Künstler wurde vergrößert. Wenn in ein paar Tagen der Aufbau abgeschlossen ist, dann reisen die Künstler an. Die kommen wieder aus aller Welt. Aus Kolumbien, aus Spanien, Schweden, Dänemark irgendwie. Und dann wird hier fleißig geprobt, dass das Ganze reibungslos abläuft. Dann gibt es eine Generalprobe, eine kostümierte und dann am 20.15 Uhr gibt es dann die erste Vorstellung. Und bis dahin muss eigentlich alles so weit wie möglich klar sitzen. Ja. Was die Generalprobe angeht, hat man sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Diesmal haben wir uns dazu entschlossen, hier im Kreis Zwickau oder im Umland mehrere, ja, sage ich mal, Kinderheime, Waisenhäuser oder sowas einzuladen. Die haben so Besuch oder wenig die Möglichkeit, sich sowas anzuschauen. Und da haben wir, ja, mittlerweile sind es 600, 650 Kinder mit Begleitpersonen, die Möglichkeit haben, diese inoffizielle Premiere, also diese Generalprobe, die abläuft wie eine komplette Vorstellung mit allem drum und dran, sich da besichtigen. Das ist doch eine schöne Sache. Wenn Sie sich näher über den Zwickauer Weihnachtszirkus informieren möchten, dann schauen Sie auf www.sachsenpalast.de. Hier erfahren Sie Details zu den Künstlern, können Tickets bestellen und außerdem auf die Sekunde genau sehen, wann die erste Vorstellung beginnt.